du hier? Ja, komm zurück bei Borderlands. Ich muss keine. Ich. Alter. Moxie. Alter, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Okay, hier runter. Ich muss ja mal nochmal sagen, was kommt. Für jede Gelegenheit. Egal, was ich einkaufe. Ich finde garantiert einen Käufer. Mit dir mache ich. Ja, ich hab halt. Scheiß Orientierung, ey. So, Ellie! Wo bist du? Ich hab unsere Landekapsel mit einer Schnellreiseeinheit ausgestattet. Sie wird sich mit dem Planetennetzwerk verbinden, dann kannst Einer du wieder rauskommen. Einer von uns weiß, wie er sich hier bewegt. Also, das wird weder bequem noch zuverlässig noch sicher, aber... Reingelegt, ein Aber gibt es nicht, das war nur eine Aufzählung. Wo bist du denn jetzt? Und jetzt hör auf, meine Beine anzugaffen. Ja, welche Beine? Das sind Schwabbeldinger. Blank! Ist doch wahr! Alter! Beine! Das kann man nicht mehr als Bein bezeichnen. Hey, hallo! Hi! Lass Ellie in Ruhe, ich glaube, es hackt. Scheiß, lass ich die in Ruhe, die geht mir auf den Sack. Was kommt denn jetzt? Manche nennen es die Wurzel allen Übels. Aber das sind alles verdammte Idioten. Geld ist der Hammer, das wissen wir alle. Wie geht's? Hier ist Handsome Jack, dein Bestbaufreund. Nur noch Scheiße. Alles. Ich glaube, der ist tot. Krieg. Und nicht genug Feuer in der Galaxie. Ein Werbespot, du weißt, wie das steht. Ja, ich weiß. Warum hab ich den perfekten Ort gebaut? Den Handsome Jackpot. Ich ganz allein und ohne irgendwelche Hilfe im Alleingang. Hyperions modernste Raumstationtechnik mit dem opulentesten Casino kombiniert, das die Galaxis je gesehen hat. Das Einzige, was noch besser aussieht, bin ich, das Baby. Und in welche Richtung du auch blickst, du wirst überall dieses hübsche Gesicht sehen. Gib dein Geld im Schoß des Luxus aus. Unser automatisches Roboterpersonal erfüllt alle Wünsche. Komplett-Service. Ich meine euch, Robo-Perverslinge. Füll dein fettiges Maul mit Kaviar, als würdest du wissen, was das ist. Und lass es offen stehen, während du das beste Entertainment bewunderst, das man für Geld kriegen kann. Der Handsome Jackpot. Einmal dort, will man einfach nie mehr fort. Jack ist tot. Aber er hat was hinterlassen. Ich will dieses Casino. Bereit, das Haus zu rocken, Baby? Bitte, das geht nicht so lange, sondern nur eine Folge oder zwei Folgen. Egal, the handsome Jackpot. Die Security hatte ich in der Hand. Anschnallen, Kammerjäger. Gleich Level 35. Der harte Auftritt tut mir leid. Sicherheitsfangstrahlen gehen nicht gerade sanft vor. Ach, ich kann mich nicht bewegen. Wie nett. Ich will nicht nach Prometea navigieren. Ich will also nach. Erstmal darf ich irgendwas machen? Anscheinend nicht. Ah, endlich. Halt, seid bereit! Ja. Ignoriere mich einfach. Ich mache nur meinen Job. Oh, okay. Ich habe für VIP bezahlt. Echt jetzt? Ich sorge dafür, dass die Sanctuary dem Casino fernbleibt. Nicht, dass wir hier noch festsitzen. Jacks Vorstellung eines guten Kunden war einer, der nicht weg kann. Dieser Jack muss ja ein Kackknochen sein. Hallo! Das ist noch zu nett gesagt. Jack war ein Tyrann und ein Bastard bis ins Mark. Das Einzige, was er noch mehr liebte als sich selbst, war anderen weh zu tun. Er hat bei uns allen Narben hinterlassen. Der Ort wurde abgeriegelt, als Handsome Jack vor 7 Jahren mit der Mündung eines Kammerjägers Bekanntschaft machte. Wer weiß, was seither drin passiert ist. Im Spiel ist wie im Leben. Man arbeitet hart und man hat doch nur Pech.
Aber manchmal auch Glück, Leute. Vielleicht habt ihr sogar so viel Glück wie ich und knackt den Bart. Vermutlich nicht, aber vielleicht. Und vielleicht ist doch auch schon was, oder? Hey, das lasse ich auf T-Shirts drucken. Alter, hier ist nichts passiert. Oh Gott, alles. Boah, recht hat. Deswegen kriegen die Leute ja auch andauernd Fotos. Ja, ja. Hey, hey, ist das geil? Ein neues Opfer, ich meine Kunde. Wie auch immer, ich freue mich, dreh am Rad, um reinzukommen, Dummkopf. Ist das geil? Ein neues Opfer, so reinkommen. Wenn ich die... Was wirst du gewinnen? Ich bin ja so aufgeregt. Den Jackpot. Oh, sorry, Kiddos. Der Jackpot erkennt von Armut geplagte Kammerjäger aus einer Fantastillion Kilometer. Nur VIP-Trottel. Aber ich sag dir was, ich hab hier einen Trostpreis. Nur für dich. Na, was hast du gewonnen? Einen auf Mordbus. Wie cool ist das denn? Diese Form, das ist mal klar. Ey, hör auf, die Kita hat so schön lieb, verdammt, Kita. Das war die falsche. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir direkt reinkommen würden. Dachte, ich hätte noch welche. Cool gemacht, ohne Witz. Typisch Jack. Seit 7 Jahren tot und versucht immer noch, uns reinzureiten. Keine Sorge wegen der Schulden. Ich lösche das dann raus. Jacks Schuldenplan muss eine Menge Leute betroffen haben. Nach all der Zeit des Festsitzens sind die vielleicht nicht so gut drauf. Pass auf, Zuckerschnute. Ich habe allerhand auf dich gesetzt. Kann ich das ganze Geld mitnehmen? Oh, ich habe 2 Regeln gekriegt. Money, money, money. Oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Eine scharfe Granate gewonnen. Oh, eine Errungenschaft. Was hast du? Eine Errungenschaft. Welche ist das? Eine scharfe Granate gewonnen. Aha. Muss ich eventuell auch mal machen. Willkommen im größten Casino jenseits von Yunpei 7, wo alle meine Träume vermutlich eher nicht wahr werden. Aber man kann nie wissen. Steck weiter brav Geld in diese Maschinen und findet es raus. Was habt ihr schon zu verlieren, außer all euren Ersparnissen? Oh, ich hab eine scharfe Granate. Musst du dich von der treffen lassen? Keine Ahnung. Ja, ich hab die gerade gemacht. Ja, aber ich hab keine... Ich hab keine Errungenschaft bekommen gehabt. Ich nicht. Dann hab ich die wahrscheinlich schon. Ich war an Moxys Dinger noch nicht dran, also... Willkommen im größten Casino.
Nicht, dass ich wüsste. Wo alle eure Träume vermutlich eher nicht wahr werden. Aber man kann nie wissen. Steckt weiter brav Geld in diese Maschinen und findet es raus. Was habt ihr schon zu verlieren? Außer an euren Ersparnissen. Du machst das schon. Guck mal, ob hier noch Geld ist. Das hätte das Casino immer noch einen Boss. Aber Jack ist schon lange tot. Wenn ein anderer die Zügel an sich genommen hat, wird er sie uns nicht einfach geben. Oh, ich hab eine. Ja. Das sollte mein Urlaub sein, aber jetzt ist es ein verdammter Albtraum. Wer hätte gedacht, dass so viele Leute im Casino Waffen tragen? Wo kommen die alle her? Ich weiß nur, wo meine herkommt. Ich musste einen Kerl erwürgen und sie ihm abnehmen. Jetzt gehört sie mir. Sie ist mein Schutz. Sie ist alles, was ich habe. Alles Geld, was ich noch hatte, habe ich schon für Nahrung und Wasser ausgegeben. Die verdammten Geier haben die Vorräte an sich gerissen und alle anderen erpresst. Ich glaube, ich muss meine Regel brechen und mich einer Gang anschließen. Jack, das machst du übrigens sehr gut. Du hast eigentlich noch was. Banditen zu töten. Halbwegs. Ja, ich kann ihn in Ruhe looten. Schneller fahren, ich hätte separat gemacht, was, oder zusammen gemacht, hätten wir zusammen ein Konto. Wäre ja voll schrecklich. Genau, das wäre schrecklich und nicht, dass du mir jede Woche klauen würdest, die hier auftaucht. Das stimmt nicht. Stimmt. Manchmal wärst du voll. Ja, eben. Auf einer bestimmten Zeit wäre ich dann voll mit Waffen. Ist doch nett. Ich überlasse dir dann nur die guten Waffen. Genau. Ja, nicht? Was denkst du denn von mir? Ach, halt die Klappe. Du der Schlechteste. Ja, ich weiß. Was meistens die Wahrheit ist. Das stimmt nicht. Außerdem nicht die Wahrheit im Auge des Betrachters. Das sagen immer die Lügner. Ich lüge nicht. Du sagst noch nicht die Wahrheit. Hä? Wenn ich nicht lüge, sag ich nicht die Wahrheit. Hä? Was ist das für eine Lüge Logik? Lüge und Wahrheit ist nicht unbedingt die einzigste Sache. Ja, gut. Boom, über uns ist, ist ein Ausrufezeichen. Aber man darf sich nicht davon abschrecken lassen. Man muss dem Glück es hegen. Nur so kann es funktionieren. Wie heißt jetzt die Mission? Wollen wir nicht erst Moxys machen und dann seine?
Ja, ist gut, zu Fuß ist die Mission von den Typen jetzt. Nebenmission, ne? Ja, Mox ist eher, ja, dann. Ich glaube, hier ist auch noch eine Nebenmission. Also müssen hier zwei Nebenmissionen sein. Geknuscht. Bruce hat's erwischt. Sein Glück hat ihn verlassen. Wer das wohl war? Ich sehe den Jabba-Fuß-Glücksbringer nicht. Aber nimm dir das Hufeisen. Das könnte noch etwas Glück bringen. Bruce braucht es eh nicht mehr. Bruces Deuces behaupten, dass sie die besten Glücksbringer im Casino hatten. Ich spreche da von siebenblättrigem Klee oder einem silbernen Skag. Nimm das am besten auch mit. Man weiß nie, wann das Glück einen wieder verlässt. Als Jack noch lebte, war ich eine große Nummer. Ein Ass. Mit mir konnte es keiner aufnehmen. VIP-Zugang zur Vorstandslounge und einen Arsch voll abkassiert. Wenn man in dem Casino spielt, geht's um alles. Ist das das Beste, was du zu bieten hast? Ja. Alter, die Waffe passiert ja voller Kanne. Jack, du schaffst das schon. Ich muss mal eben was machen. Ich zähl auf dich und so. Eigentlich die ganze Zeit, du Vorderstück. Weißt du, warum man mich All in Allen nennt? Weil ich nie aufhöre. Niemals. Ich will den großen Gewinn, Baby. Man kann nicht verlieren, wenn man immer weiterspielt. Ja, das hast du gut gemacht. Oh, das Stück. So, ich muss da halt nur mal ganz kurz weg. Habe eigentlich aus den Automaten immer wieder Geld? Ich habe das Gefühl, ich gehe da mal an die gleichen Automaten dran. Oh, das Stück. Was heißt denn hier, faules Stück? Faules Stück. Ja! Ach Gott. Ja! Ich habe gerade einen Dollar im Klo gefunden. Was Hä? Für ein Was Glück! War das denn? Guter Du Glücksschwein! Tja, so eine Schande, das mit Bruce und den anderen. Ich frag mich allerdings, wo der Jabba-Fuß gelandet ist. Ah, wenigstens haben wir ein paar Glücksbringer zum Ausprobieren. Und All in Allen spürt, dass er Glück hat. Komm wieder zu mir! Heilige Scheiße! Ich kann quasi spüren, wie das Glück aus dir raussprudelt. Weißt du noch, der Dollar aus dem Klo? Der hatte ein paar Freunde. Sie gehören alle dir. Mach dir nichts aus dem Geruch. Das ist der süße Duft des Glücks, Baby. Okay, platziere jetzt die Glücksbringer. Okay, es ist Zeit. Ich gehe all in.
Denn das Glück muss mir heute hold sein. Was? Nein! Das kann gar nicht sein. Was habe ich klar gemacht? Glück, warum hast du mich verlassen? Ich habe nur noch einen Berg von Schulden. Ich brauche meinen Jobberfuß, Glücksbringer, oder ich bin so gut wie tot. Alan, du Bastard von einem Pechvogel. Ich beende dein Leiden. Ich war es, der Bruce, der du's reingeritten hat. Ich habe deinen Jabberfuß Glücksbringer geklaut und du hattest recht. Und wie der Glück bringt. Ich habe so viel Kohle, dass ich mir den Arsch damit abwische, Alan. Hörst du das? Das bin ich, wie ich mir den Arsch mit deinem Geld abwische, Schwachkopf. Ich wusste, dass dieser Penner dahinter steckt. Okay, neuer Plan. Geh zu ihm und bring mir den verdammten Jabberfuß zurück. Oh, wie nett von dir, Alan. Du schickst uns frisch Fleisch. Das sage ich natürlich nicht, nein. Los, Jungs und Mädels, macht euch bereit. Wir bekommen Besuch. Versuch es und ich schlag dir deinen Goldzahn raus. Schön. Ja, bei Moxie müssen wir geradeaus weiter. Jabba-Fußglücksbringer! Hol ihn dir! Ich hab den blöden Fuß nicht mal, Alan! Ich hab ihn nach meinem großen Sieg in den Müllschacht geworfen! Wer braucht so Scheiße, wenn man Können hat? Du hast was getan? Nein! Das muss ein Bluff sein! Töte ihn, wenn es sein muss, aber bring ihn zurück! Nur zu! Ich bin bereit! Mal wieder so eine Videosequenz. Hast du es überhaupt versucht? Ist doch zwei. Was bist du? Aber anscheinend gibt es hier keine Kinder der Kammer. Ist ja auch ein DLC. Hä? Ist ja auch ein DLC. Das gibt es immer zwei Kinder der Kammer zu tun. Heißt, dass das ein DLC ist. Warum sollte es beim DLC keine Kinder der Kammer geben? Oh, du hast gerade einen schweren Fehler gemacht. Hi. Ich muss mal einmal den Sound leider nehmen. Darf ich jetzt mal eh mal gucken? Danke. Er ist nicht da. Er ist wirklich nicht da. Ach, scheiß drauf. Glück ist Glück und ein Fuß ist ein Fuß. Jeder weiß, dass sich Glück in den Füßen sammelt. Hol dir Goldbarrens Fuß! Gut, dass ich selbst für mein Glück sorge. Super. Jetzt bring mir den Fuß von dem glücklichen Bastard. Ich habe ein Date mit dem Glück und bringe meine Kerze mit. Wenn man sonst keine Probleme hat. Blutsport? Ich wusste, dass ich dich mag. Ich mag dich auch, Black. Oh, wow. Kann ich alles nicht gebrauchen. Warte mal. Hier ist wieder so eine goldene Kiste. Ich habe gerade eine goldene Kiste aufgemacht, oder? Ich habe eine scheiß Diamantkiste aufgemacht. Da ist wieder dieser Diamantkiste aufgemacht haben. Weil hier wieder diese Sterne sind. Und weiter, das heißt nur, dass das legendäre Gegenstände sind, du Opfer. Ach so. Immer eben was rausschmeißen, was nicht legendär ist. Kröte. Guck mal in deinen Chat. Hallihallo!
Silver, hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie war deine Woche? Obwohl, ich freue mich, dass du im Stream vorbeischaust. Apropos Woche, ich hab Wochenende. Das ist schön, ich auch. Nee, halt, stopp, ich muss ja am Wochenende arbeiten. Du bist echt Schadenfreude. Okay. Wie sagst du es immer so schön? Ich denke an dich, wenn ich schlafe. Mal sehen, wie viel Glück er wirklich hatte. Kröte. Oh, wie süß. Okay, das war's. Das könnte All in Allens letzte Show werden. Also Glück. Wir hatten ein paar schöne Zeiten, wir zwei. Aber ich hab nichts mehr, Baby. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, gehen bei Allen die Lichter aus. Ja! Es hat funktioniert! Ich bin scheißreich! VIP, Baby! VIP! Oh, das Glück ist wieder bei mir und hat mich gerade so richtig abkassieren lassen. Oh, hier ist dein Anteil, du glücklicher Bastard! Sind wir denn mal? Das ist gut, was nehme ich, das behalte ich. Silver, hast du ein Borderlands-Teil gespielt? Und ja, welchen Lieblingsteil hattest du denn? Das kannst du besser. Ist das dein? Ach, das ist dein Spiel. Ich dachte, kann schon. Wir haben die falsche Quest, fällt mir gerade mal auf. Ich will das nicht Quest nennen, ich will das Kampf nennen, aber hey, hier und das heißt. Da wollte ich nicht hin. Was ist denn das für ein Moxie? Da. Was ist das denn für eine Bombe? Weg, du machst das schon. Mein Lieblingssatz. Ja, ich weiß. Ist ja auch so. Du machst das schon. Ich geh mal in die Mitte. Dieser Turm ist mit Abstand das größte Ding im Casino. So wie ich Jack kenne, auch wenn ich mich dafür schäme, werden wir doch die Schlüssel zum Königreich finden. Eine U-Bahn müsste alle Teile des Casinos verbinden. Scheint nicht zu funktionieren, aber du kannst den Gleisen zum Strip folgen. Was? Stripclub? Danke, ich hab das gleiche gedacht. Was? Du denkst? Ich hab das... Halt die Klappe. Man kann die VIP-Räume aufmachen. Ne, nicht alle. Also wenn du alle 4 VIP-Räume aufmachst, dann erhältst du, glaube ich, eine Errungenschaft oder sowas. Na, hier kannst du Geld mitnehmen. Da ist Aufzug. Ohne Witz, Händler. Willkommen am Tisch, Krösus. Zeit für ein Spiel. Willst du jetzt noch eine Karte oder nicht? Du liegst rüber. Was für ein Pech. Moment, wo hast du Karten? Hä? Hier. Wo spielst du Blackjack? Ja, ich habe Blackjack gespielt.
21 Dinger gibt's. Warum? Ich will Blackjack. Das sind so. Also 21 Dinger gibt's auf jeden Fall davon. Warte mal, über mir ist eine. Gibt's den Weg? Hä, warum zeigt er mir über mir so eine Truhe mit einem Stern an? Weil ich da was geöffnet hatte. Über mir? Wie bist du denn über mir da hingekommen? Ah, und? Der Treppe, würde ich sagen. Da ist aber keiner. Wo soll denn da eine Treppe sein, sag mal? Hier. Hör zu, du Null! Keine Ahnung, wer zum Geier du bist, aber das ist mein Revier! Jack hat wieder neue Freunde gefunden. Wenn ich noch irgendwo einen Blackjack-Teil finde, sag ich dir Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.